Heute werde ich mal wieder Müsli-Riegel herstellen. Und zwar handelt es sich um Schokoriegel und ich habe mir da ein spezielles Rezept ausgedacht und ich habe da recht gute Zutaten und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Die Basis bilden Haferflocken, Kokosfett und Kakaopulver. Gesüßt wird das Ganze mit Erythrit und mit Honig. Dann habe ich hier so Kakao-Nips, nennt sich das. Das sind so Kakaobohnen mit einem herben Geschmack. Auf die beißt man dann drauf. Das, glaube ich, macht sich ganz gut. Dann habe ich hier noch zartbittere Kuvertüre. Weiß ich noch nicht genau, ob und wie viel ich davon verwenden werde. Werde ich mal schauen. Dann haben wir hier Mandeln, die habe ich noch in der Schublade gefunden, die müssen weg. Dann natürlich viele Nüsse, das ist klar. Dann Leinsamen und Sesam. Dann habe ich hier noch geriebene Kürbiskerne gefunden, die tue ich da auch mit rein. Und damit ein leicht fruchtiges Aroma reinkommt, ein paar Rosinen und Zitronat. So, und jetzt legen wir los. Das hier sind erstmal die Zutaten, die fein gerieben und zerkleinert werden müssen. Dann nehmen wir noch die Haferflocken dazu. Die werde ich auch fein häckseln, weil dann die Konsistenz der Müsli-Riegel viel feiner wird. So, dann nehmen wir die Haferflocken. Die sollen wirklich zu einem feinen Mehl zerkleinert werden. Das macht nämlich eine sehr gute Konsistenz und dann halten die auch gut zusammen, die Müsli-Riegel. Ja, jetzt haben die Haferflocken so eine richtig mehlartige Konsistenz. Und das ist genau so, wie ich es haben möchte. Und die Rosinen werden jetzt erstmal gewaschen. Die Rosinen möchte ich auch zerkleinern und damit das gut funktioniert und die Schnittmesser von dem Häcksler nicht verkleben, schmeiße ich die mal zusammen mit den Nüssen in den Häcksler und dann lassen die sich wunderbar zerkleinern. Das Zitronat dazu. Ja, und gleich ein paar von den Mandeln noch dazu. Man sieht jetzt schon, dass durch die Mischung von Nüssen und Zitronat das Zitronat eben auch trocken bleibt und die Schnittmesser nicht verklebt und deswegen lassen die sich so sehr gut häckseln. Jetzt kommen noch die restlichen Nüsse. Die werden, wie gesagt, nur grob gehäckselt, damit die Müsli-Riegel so ein bisschen körnige, bissige Konsistenz bekommen. Das sollte reichen.
Dann hat man hier so richtig schöne Nussstückchen noch. So, jetzt habe ich hier diesen Topf voller wunderbarer gemahlener Zutaten. Nüsse, Mandeln, Rosinen und Zitronat und die Haferflocken. Und die kommen dann alle zusammen in einen Topf, den ich jetzt vorbereiten werde. Als Fett verwende ich Kokosfett. Jetzt kommt erstmal das Erythrit hier rein. So, das sollte reichen. Dann ein bisschen Honig. Das Ganze löst man jetzt schön auf in dem geschmolzenen Kokosfett. Der Sinn von dem Erythrit ist, das ist ein quasi null Kohlenhydrat Zuckerersatz, der in der Natur auch vorkommt. Also das kann man wirklich bedenkenlos und ohne Nebenwirkungen essen. Und diese Müsliriegel enthalten ja durch das Zitronat zum Beispiel und die Rosinen enthalten ja schon eine Menge Zucker. Und jetzt kommt da noch Kuvertüre mit rein. Das ist ja quasi Schokolade, enthält auch Zucker. Und ich will halt den Zuckeranteil der Müsliriegel nicht allzu hoch schrauben. Die sollen ja noch gesund sein und nicht mich mit dem Kohlenhydratflash versehen, wenn ich die esse, sondern nachhaltig mich mit Energie versorgen. Jetzt kommen die ganzen gemahlenen Zutaten rein. Das wird jetzt schön vermischt. So, jetzt kommt das Kakaopulver mit rein. Wie viel nehmen wir da mal? 1, 2, nehmen wir 3 Esslöffel. Jetzt kriegt das Ganze dann schon eine dunkle Färbung dadurch. So, das soll jetzt wirklich schön vermischt werden, damit wir da eine gleichmäßige, homogene Masse bekommen, ohne Klumpen. Man kann auch mal ein bisschen abschmecken, um zu sehen, ob es süß genug ist. Ja, ein bisschen Honig könnte noch mit rein. Geschmacklich ist es schon mal sehr gut. Ich finde, der Kakaogeschmack könnte noch stärker sein. Da haue ich jetzt noch mal einen 1/4 Esslöffel Kakaopulver mit rein. Das ist jetzt schon eine schön dunkelbraune kauige Farbe, das sieht schon mal extrem gut aus. Mal ein bisschen was probieren. Schmeckt gut. Ich glaube, ich werde noch einen Spritzer Zitronensaft dazu geben. Der Zitronensaft, der wird da ganz dezent drin wirken und wird so einen leicht frischen Geschmack da reingeben. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Jetzt hätte ich beinahe Kürbiskerne und Leinsamen vergessen. Jetzt kommen da Kürbiskerne noch mit rein. Das sollte reichen. Und geschrotete Leinsamen. Beides sehr, sehr gesund. Das
sehr vitaminreich und ballaststoffhaltig. Weil gesund sein sollen die Müsli-Riegel ja, die sollen ja einen unheimlich hohen Nährwert haben und mich mit Energie versorgen. Und das sind solche Zutaten meines Erachtens besonders wertvoll. Die Masse ist jetzt fertig. Den Sesam habe ich rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, der Sesam hat so einen besonderen Eigengeschmack. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu. Habe ich ihn einfach weggelassen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut hier, allein die Farbe her, das sieht schon so lecker schokoladig aus. Und da kann ich kaum erwarten, das zu probieren. Jetzt kommen dann noch diese Kakao-Nips rein, diese sogenannten. Das ist, sind gehackte Kakaobohnen, ja. Und ich habe das mal probiert. Das ist knusprig, hat einen sehr herben Kakaogeschmack. Und das streue ich damit rein. Und dann, wenn man in diesen Müsli-Riegel beißt, kann ich mir so richtig vorstellen, wie man dann auf diese Kakao-Nips beißt. Und es dann diesen knusprigen, herben Kakaogeschmack auf der Zunge gibt. Das ist bestimmt lecker. Also, machen wir weiter. Da schmeiße ich jetzt mal ca. 100 Gramm rein. Und dann wird es schön untergemischt. Jetzt werde ich das gleich mal abschmecken. Das ist eine größere Portion. Mmh. Oh, Wahnsinn. Mmh. Mmh. Ist richtig gut. Oh. Jetzt stelle ich mir noch vor, jetzt kommt da noch eine Kuvertüre-Schicht mit rein. Und dann ist es perfekt. Ja, für den nächsten Arbeitsschritt braucht man ein Backblech und zwei Blätter Backpapier. Eine Rolle Backpapier. Die eine Rolle Backpapier kommt unten rein. Und darauf verteilt man jetzt ungefähr die Hälfte der Müsli-Riegelmasse. Ja, das könnte hinkommen. Das gleichmäßig verteilen. Schön am Rand und an den Ecken. Und dann nimmt man das zweite Blatt Backpapier. Und damit drückt man das Ganze jetzt richtig fest platt. Das soll eine richtig kompakte, feste Platte werden. Also das reicht noch nicht. Das muss schön gleichmäßig fest werden. Man kann sich auch ein Nudelholz zu Hilfe nehmen. Aber den Rand muss man dann mit der Hand ausformen. Sieht man schon. Und so sieht das Ganze dann aus. Also die Idee ist, dass jetzt da eine Schicht Kuvertüre reinkommt und dann oben noch eine zweite Schicht von dem Teig drauf kommt, dass man quasi in der Mitte die Kuvertüre-Schicht hat. Man könnte jetzt auch die Müsli-Riegel einfach überziehen mit der Kuvertüre, aber ich finde es schöner, wenn die in der Mitte ist. Erstens schmiert man sich da nicht so voll, das schmilzt nicht so leicht weg
und ich finde es einfach schöner, wenn es in der Mitte ist. Und ich habe mir gerade gedacht, eigentlich wäre es besser, wenn ich jetzt nochmal so eine Platte anfertige und die dann einfach oben drauf lege. Das heißt, ich brauche noch ein drittes Blatt Backpapier. Und dann machen wir jetzt einfach nochmal so eine Platte mit dem Rest des Teiges. Also kennt ihr das auch, dass man beim Kochen schon einen Appetit auf das Ganze bekommt, weil das riecht gut und man weiß, es schmeckt gut und man hat super Zutaten verwendet. Und ihr kriegt mir richtig Lust darauf. Oh. So. So, das wäre auch fertig. Jetzt kommt die Kuvertüre dran. Dann nehmen wir 250 Gramm. Man kann auch einfach Zartbitterschokolade nehmen, das geht genauso. Das Wichtige ist, dass die ganz langsam erhitzt wird, weil sie sonst Klumpen bildet und sich nicht mehr schön verteilen lässt. Und das mache ich jetzt in der Mikrowelle. Und zwar mit einer niedrigen Leistung. So, stellen wir mal 450 Watt ein. Und 2 Minuten. Das hat fast gereicht, aber noch nicht ganz. Stellen wir es noch 1 Minute rein. Ja, so sieht die Geschichte jetzt aus. Genau die richtige Konsistenz. Und das wird jetzt einfach auf diesen Teig gegossen. Und dann schön gleichmäßig verteilen, vor allem solange es noch flüssig ist. So, da muss man relativ zügig vorgehen, weil das Ganze dann auch schnell kalt und fest wird. Und dann lässt sich es nicht mehr so schön verstreichen. So, das müsste eigentlich passen. Und jetzt kommt die zweite Platte und die legen wir da einfach oben drauf. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das hinbekomme, ohne irgendwas zu zerstören. Am besten, oh, schwierig, am besten schnell umdrehen. So, ein bisschen schief, aber das kriegt man schon hin. Und damit das Ganze etwas schöner aussieht, werde ich nochmal drüber walzen. Ah ja, sieht schon besser aus. Oh, herrlich. Das sieht man schon wieder an der Seite, die so Schokolade rausquillt. Voilà. Und die ganze Geschichte kommt jetzt nochmal bei niedriger Temperatur, ich denke mal bei 120 bis 140 Grad, für eine halbe Stunde im Backofen, damit es nochmal schön durchbacken kann. So, der Teig ist jetzt fertig und jetzt wird er, solange er noch warm ist, eingeschnitten in die Form der Müsliriegel. Weil wenn er mal kalt ist, dann ist das Ganze etwas bröselig und so geht es einfach leichter.
Dann nochmal platt drücken, damit die Oberfläche schön ist. So, und jetzt kann das Ganze in Ruhe auskühlen. Jetzt ist das Ganze abgekühlt. Jetzt kann ich die nochmal richtig durchschneiden. Und jetzt werde ich gleich mal ein Stück probieren hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Müsli-Riegel vom Himmel. Muss gleich noch einen essen. Also man hat diesen intensiven Schokolade, Kakao-Geschmack, aber ohne dass dieser Müsli-Riegel zu süß ist. Dann kommt noch dieses Nussaroma dazu und man beißt dann auf diese Nussstückchen und auf diese Kakaobohnenstückchen. Ist sehr bissig, nicht zu trocken. Und ich glaube, dieses Viertel ausgepresste Zitrone, das gibt so dem Ganzen noch so einen kleinen Touch, so einen winzigen, fruchtigen Touch. Ich weiß nicht, ob man das hört, das Knacken, wenn ich da drauf beiß. Sind super gelungen. Also, das ist sicher eine Sache, die ich auch öfter mal ausprobieren werde. Ich glaube, ich muss noch einen essen. Da kannst du gar nicht aufhören.